Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht's los mit dem hier oben steht schon Elgamal-Verfahren. Elgamal ist sozusagen das Verschlüsselungsverfahren, das auf DDH basiert. Und ja, im Prinzip kennen wahrscheinlich die meisten von euch RSA. RSA ist sehr, sehr weit verbreitet und sehr bekannt. Allerdings basiert es noch auf einer zusätzlichen Annahme, nämlich dem RSA-Problem. Das werden wir alles noch behandeln. Das Elgamal-Verfahren ist zwar nur CPA-sicher, es gibt aber auch CCA-sichere Varianten. Was das alles bedeutet, werden wir auch noch klären. Keine Sorge. Also, es ist schwach sicher, aber es basiert halt wirklich nur auf dem DDH. Und deswegen machen wir das jetzt als erstes. Die CCA-sichere, also Chosen Ciphertext Attack-sichere Variante, davon werden wir allerdings sehr viel später machen, denn die ist wirklich hardcore. Aber das Verfahren ist eigentlich grundlegender Baustein für diese CCA-sichere Variante und deswegen machen wir das jetzt als erstes. RSA kommt wahrscheinlich direkt danach. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Elgamal und ich führe euch ganz langsam darauf hin. So. Was wir bei Elgamal machen, ist, wir machen im Prinzip genau das, was wir alles bei dem Schlüsselaustausch von Diffie und Hellman machen, nämlich wir benutzen unsere DDH-Annahme. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie immer haben wir einen Gen-Algorithmus, der nimmt noch dieses N hier, also quasi die Länge meines Schlüssels, und der liefert mir, wie wir es schon gewohnt sind, einen Public Key und einen Secret Key. So. Der Public Key, wie wir es im DDH-Problem schon alles hatten, enthält ein G, ein Q, also die Ordnung von meiner Gruppe, das ist meine zyklische Gruppe hier, das ist die Ordnung dieser Gruppe, dann das Generator-Element G und ein H. Dieses H ist aber in Wahrheit, ich nenne es einfach nur H, weil wir nicht wirklich darauf zugreifen können später, in Wahrheit ist dieses H ein G hoch X. So. Also quasi nichts Neues, nur dass wir g hoch xh genannt haben. Alles andere hatten wir in dem letzten Video schon gesehen. Oder in den paar letzten Videos. Okay, der Secret Key enthält jetzt auch g, q, g und der enthält nur x. Denn über g und x können wir ja g hoch x auch wieder ausrechnen. Okay, warum muss ich jetzt hier g, q und klein g alles hier wieder reinpacken? Ist ja total bescheuert. Naja, formal gesehen ist es halt so. Denn unser Eng-Algorithmus, der kriegt nur den Public Key, also unser Verschlüsselungsalgorithmus kriegt nur den Public Key und unser Entschlüsselungsalgorithmus kriegt nur den Secret Key. Das heißt, der kennt, wenn es nicht im Secret Key drin ist, kennt der G, Q und Klein G kennt er nicht und er braucht die Sachen halt leider. Okay, also wirklich ist nur formal. Achtung, kleine Anmerkung hier noch. X ist mit X perfekt zufällig aus Z Q gezogen. Ups, nicht hoch Q, sondern unten. Das ist wieder mal die Gruppe der ganzen Zahlen modulo Q, also alle Zahlen von 0 bis einschließlich Q minus 1 sind da drin. Das hatten wir aber alles schon besprochen. Also ist im Prinzip nichts Neues dabei. So, unser Eng-Algorithmus, der verschlüsselt jetzt eine Nachricht mit dem Public Key. Und logischerweise braucht er auch noch die Nachricht, sonst wird das nichts mit verschlüsseln. Und was der jetzt macht ist, er zieht sich erstmal ein, also ich schreibe das jetzt hier übrigens nur so semi-formal hin, eigentlich ist es nicht ganz in Ordnung, was ich hier glaube ich mache, aber ich denke, so wird es am deutlichsten und ich möchte ja vor allem, dass ihr versteht, was da hinten dran passiert. Okay, und im Verschlüsselungsalgorithmus werden wir jetzt uns wieder ein zufälliges Y ziehen, auch aus den ganzen Zahlen modulo Q und wir werden das Chiffrat berechnen, nämlich C, ach komm schon, C, und das besteht aus zwei Teilen, die nennen wir jetzt einfach mal C1 und C2. So, und dieses C1, C2 ist jetzt folgendes, da sage ich hier einfach mal ist gleich dazu. Wir sagen einfach, also wir geben dem Ganzen einfach nur neue Namen, damit wir nachher das Ganze leichter haben, weil im Prinzip sind C1 und C2 für den Empfänger nur ein paar Bits hintereinander gehängt, die er eigentlich so nicht unterscheiden kann von irgendwelchen komischen Random-Zahlen, aber beim Entschlüsseln brauchen wir das dann alles wieder. Okay, also C1 ist jetzt folgendes, das habt ihr auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, ist einfach G hoch Y, ihr erinnert euch an das DH-Schlüsselaustauschprotokoll,
Da wird auch ein G hoch Y produziert, nur dass halt diese Schlüssel hin und her geschickt werden. Und wir wollen jetzt nicht, dass die Leute sich dann ein Secret Key generieren und mit dem dann wieder symmetrische Kryptographie betreiben, sondern wir wollen, dass die tatsächlich einfach für den anderen verschlüsseln können und nur der kann es entschlüsseln. Das heißt, die müssen jetzt nicht irgendwie eine Session aufbauen und sich so ein paar Sachen hin und her schicken. Also einfach nur G hoch Y. Das zweite ist H hoch Y. Und ihr erinnert euch, H ist G hoch X. Also im Prinzip steht hier drin G hoch X mal Y. Ja? Und daran multiplizieren wir jetzt die Nachricht M. Also mal M. Nicht an das Y. Achtung, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend hier. Weil hier oben ist noch... So. Also wir machen H hoch Y und daran multiplizieren wir jetzt unsere Nachricht M dran. Achtung, die Multiplikation ist auch innerhalb der Gruppe, das heißt höchstwahrscheinlich modulo irgendeine Zahl, also kann auch wieder zyklisch sein. Und das Ganze sieht hier nachher perfekt zufällig aus. Okay, hatten wir alles geklärt, warum das Ganze perfekt zufällig aussieht. Jetzt wollen wir uns dem Entschlüsseln widmen und da beweisen wir auch gleich, dass das Ganze wieder die Nachricht zurückliefert. Der Secret Key wird hier reingesteckt und das Chiffrat C, wobei das natürlich hier wieder aus C1 und C2 besteht. Aber das schreibe ich jetzt hier nicht nochmal hin. Okay, so, wenn wir C1 und C2 haben und wir haben unseren Secret Key, der aus diesen vier Elementen hier besteht, dann können wir wieder auf die Nachricht zurückrechnen. Und wie wir das machen, ist folgendes. Wir sagen einfach C2 geteilt durch... Achtung, jetzt wird es hier ein bisschen komplizierter. C1, das Ganze, nein, was tue ich? Das sollte eigentlich ein Hochschreiben sein. C1 hoch X. So, was hierbei passiert ist folgendes. Ich schreibe jetzt hier ein Gleichheitszeichen hin. Also das hier ist einfach C2, ihr könnt es gerne auf einen Bruchstrich schreiben. Ich kann es leider gerade nicht besser. C2 geteilt durch C1 hoch X. Was dabei rauskommt, ist folgendes. Wenn wir jetzt hier mal einsetzen, C2, also jetzt, das ist im Prinzip schon die ganze Entschlüsselung, mehr passiert hier nicht. Jetzt wollen wir aber noch kurz fertig rechnen, was dabei passiert. Ich glaube, das schreibe ich vielleicht lieber unten drunter. C2 geteilt durch C1 hoch X, gehört jetzt nicht mehr zum Entschlüsselungsalgorithmus. Das ist im Prinzip dasselbe wie, wir können jetzt hier einfach einsetzen, C2 ist H hoch Y mal M. Kopieren wir uns, schreiben dahin, geteilt durch C1 hoch X. Naja, C1 ist G hoch Y. Und wenn ich das Ganze hoch X rechne. Ach, komm schon. Hoch X. So, was jetzt hier steht, ist folgendes. Beziehungsweise, erstmal setzen wir für H noch was ein. Also ich kopiere das Ganze nochmal. Das ist gleich. So, ist ja dasselbe jetzt hier. H kann ich auch wieder einsetzen. Ihr erinnert euch, hier oben hatten wir H definiert als G hoch X. Also setze ich dieses G hoch X hier einfach mal ein. Ich mache wirklich nichts anderes als einsetzen. Und jetzt steht hier G hoch X mal Y mal M geteilt durch G hoch Y hoch X. Wobei das wissen wir ja, G hoch Y hoch X ist dasselbe wie G hoch Y mal X. Und jetzt kann ich kürzen. Das Ganze steht ja hier immer noch auf einem Bruchstrich. Ja? Und jetzt kann ich kürzen. Denn g hoch x mal y ist dasselbe wie g hoch y mal x. So, und was jetzt passiert ist, die beiden kürzen sich weg und am Ende steht die Nachricht da. Das heißt, wir haben tatsächlich vernünftig entschlüsselt. Und ja, das ist das Elgamal-Verfahren. So funktioniert's. Und unter der Annahme, dass das DDH-Problem, das wir letztes Video besprochen haben, hart ist für die Gruppe, die hier oben in dem GAN-Algorithmus erzeugt wurde, unter dieser Annahme ist das ganze CPA, also Chosen Plain Text Attacks, gegen diese CPA-Angriffe sicher. Warum das so ist, denn den Beweis dazu, den werden wir uns im nächsten Video angucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.